Hallo. Guten Abend. Zunächst zu meiner Person. Ich gehöre einer Generation an. Zweitens, also ganz aktuell, ich bin wie Sie auch mehrere. Kennen Sie ja in der Literatur, wie das im Moment. Vorige Woche ist ein Buch herausgekommen, ich habe schon aus, mit dem Titel Wer bin ich heute und warum bin ich wieder nicht dabei? So, also nur so. Meine Damen und Herren, Sie merken schon, die Welt, in der wir aktuell das leben, da kann man nur sagen, jawohl, wir rufen Sie wieder an. Aber das möchte ich. Viele fotografieren sich nackt auf Facebook und wissen nicht, dass natürlich diese Fotos vorher von der amerikanischen deutschen BND, der russisch-türkischen Pütünskova, ich kenne das, also oder der italienischen, dem Sekretariat Vaticano, also dass das vorher angeschaut wird und verbessert wird. Also es gibt über Photoshop können Sie da aus einem Nackten eine nackte, also Falten weg, brauchen Sie gar kein Geld da, können Sie. Ja, Mann, ich bin ja, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, das haben Sie auch gefordert. Ich war ja jahrelang rhythmisierender, also algorithmisierender Komödiant. Jetzt bin ich Fachmann für Suchmaschinenmarketing. Und Kryptographie, also ich habe häufig mit Schlüsseln zu tun und viele Skeptiker sagen, ja, demnächst müssen wir einen ganz großen Schlüssel alle zusammen, aber das ist. Wir befinden uns aktuell ja noch in der Tipp- und Wischphase, also da wird ja getippt und gewischt. Dass man manchmal denkt, danach wird das Monatsgehalt bemessen. Und ich habe vor kurzem noch mit meiner Steuerberaterin, die sagte mir, Herr Klocke, so geht das nicht. Sie haben im Dezember im letzten Jahr haben Sie derartig viel getippt, dafür im Februar zu wenig gewischt. Wie soll ich das dem Finanzamt erklären? Ich habe dann als Kryptograf zurückgemailt, etwas flapsig gebe ich zu. Nehmen Sie doch einfach eine fremde Signatur. Das wird demnächst ja, wenn das Geld nur noch auf der Karte sich befindet, jeder machen. Ich wollte noch ein Gedicht vortragen oder vielleicht etwas Humor vorher noch, bevor ich, weil die Zeit ist ja begrenzt. Humor, warten Sie mal, ist nicht so mein Fach. In der vorigen Woche kam ich in eine Polizeikontrolle. Ich hatte aber Glück, denn ich saß allein im Wagen, allerdings hinten. So, danke. Nun das Gedicht, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Galaxien auf Quadratmillimetern, das All ist unendlich, ich bin unendlicher Jo. Stündliches Whistlegebläse und nanosekündlicher Datenmissbrauch lassen mich und meine Quanten Türme aus Logarithmen bauen und die sind nicht nur diskret, sondern die für Sie bekannten Algorithmen sind auch noch ineffizient. Dennoch keine Scheu zu Algorithmen kann auch getanzt werden. Gewaltig das wahrlich, alle wohnen überall, Länder lösen sich auf, nur zum Fußball gaukelt man den Leuten noch vor und so weiter. Ruhe den Glasfasern, Herrschaftsinfo den Palästinensern. Global blödelt Brecht, der Avatar von Barbara Mustermann. Deshalb rufe ich den Unverschlüsselten und den mit gefälschten Wortpässen besänftigend aus meinen kryptografischen Versuchsräumen zu. Fürchtet euch nicht, letztendlich ist das Chiffrat unabhängig vom Klartext. Wie gesagt, ich muss mir das alles noch mal ein bisschen überlegen.